Film und Serien im Juni und Juli und wie ich die so fand. Los geht's. In dem epischen Drama Legenden der Leidenschaft wird die bewegende Geschichte der Ludlow-Brüder erzählt, die im frühen 20. Jahrhundert in Montana auf einer abgelegenen Ranch aufwachsen. Als der Erste Weltkrieg ausbricht, werden die Brüder von Liebe, Leidenschaft und familiären Konflikten geprägt. Während sich Tristan in eine verbotene Liebe stürzt, führt der pflichtbewusste Alfred einen inneren Kampf zwischen seinen eigenen Ambitionen und der Treue zu seiner Familie. Inmitten der wunderschönen Landschaft Montanas entwickelt sich ein komplexes und emotionales Netzwerk von Beziehungen, das die Brüder und ihre Bindung zueinander auf die Probe stellt. Episch, aufregend, gefühlvoll, mitreißend und spannend bis zum Schluss ist der Film Legenden der Leidenschaft aus dem Jahr 1994. Brad Pitt sowie Anthony Hopkins spielen ihre Rollen bis zur Perfektion und allgemein sind die Entwicklungsstufen der Figuren einfach interessant zu beobachten. Der Film basiert auf Jim Harrisons Novellen Legends of the Fall von 1979. Nachdem Zoe und Ben den Escape Room überleben und sich ihre Freiheit erspielen konnten, wollen sie das gewissenlose Unternehmen Minos zu Fall bringen. Es kommt jedoch anders als geplant und schließlich finden sich die beiden erneut mit neuen Teilnehmern in einer Reihe tödlicher Rätsel und Fallen gefangen, als sie unwissentlich an einem neuen, hochentwickelten Escape Room-Spiel teilnehmen. Gemeinsam müssen sie ihre Ängste überwinden und ihre Intelligenz nutzen, um den tödlichen Herausforderungen zu entkommen und das Geheimnis hinter diesem sadistischen Spiel zu enthüllen, bevor es zu spät ist. Doch der wahre Feind ist möglicherweise näher, als sie denken. In diesem nervenaufreibenden Wettlauf gegen die Zeit wird deutlich, dass ihre Vergangenheit sie alle miteinander verbindet und nur durch Teamarbeit und den Mut, über ihre eigenen Grenzen hinauszugehen, können sie dem tödlichen Spiel entkommen und ihre Freiheit wiedererlangen. Escape Room 2 bietet ehrlich gesagt nichts, was man in ähnlichen Filmen nicht schon einmal gesehen hat. Die Rätsel sind ganz spannend und die Figuren interessant erzählt und es ist ein kurzweiliges Filmerlebnis. Und dennoch hat mir persönlich ein Quäntchen Überraschung gefehlt. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte zu Beginn bereits eine sehr treffende Ahnung, was am Ende enthüllt werden würde und ich lag richtig. Trotzdem ist Escape Room 2 mitreißend und alleine schon der Rätsel wegen einmal ansehen wert. In einer alternativen Version des feudalen Japans der Edo-Zeit dezimiert eine mysteriöse Krankheit die männliche Bevölkerung drastisch. Frauen übernehmen die Macht und regieren als Shogun über das Land. Dabei haben sie die 800 attraktivsten Männer des Landes unter sich. Mit dieser Serie bin ich noch nicht ganz fertig, weil sie mich ab der 5. Folge so ein bisschen verloren hat. Für mich nimmt die Spannungskurve hier leider ab. Ich werde aber alle 10 Folgen auf jeden Fall noch zu Ende schauen. Die Prämisse finde ich wirklich interessant und auch die Figuren sind sehr nachvollziehbar erzählt. In der 6. Staffel der gefeierten Anthologieserie Black Mirror werden erneut düstere und beunruhigende Geschichten über die Auswirkungen der Technologie auf die moderne Gesellschaft enthüllt. Jede Episode präsentiert ein eigenständiges Szenario, in dem moralische und ethische Grenzen weiter verschwimmen. Die hochspannenden und provokativen Episoden erkunden Themen wie künstliche Intelligenz, virtuelle Realität, soziale Medien,
Biotechnologie, wobei die Schattenseiten der technologischen Fortschritte auf verstörende und unvorhersehbare Weise beleuchtet werden. Ich mochte jede einzelne Folge der sechsten Staffel von Black Mirror wirklich gerne. Zwei Folgen haben mich tatsächlich eher an Guillermo del Toros Kabinett der Kuriositäten aus dem letzten Jahr erinnert, was aber nichts Negatives ist, ganz im Gegenteil. Die neue Staffel ist eine absolute Empfehlung von meiner Seite. Die schüchterne Schülerin Sawako Kuronuma, deren düsteres Aussehen und die Ähnlichkeit zur Horrorfilmfigur Sadako Yamamura sie gelinde gesagt isoliert, möchte ihre Einsamkeit überwinden. Als der beliebte und freundliche Kasehaya Shota in ihr Leben tritt, verlieben sich beide unwissentlich ineinander. Schnell entstehen Missverständnisse und Hindernisse, die den Alltag der beiden erschweren. Ein Anime, der schon so lange auf meiner Liste stand. Eine warmherzige, süße und nachvollziehbare Geschichte, die mir jedenfalls emotional sehr unter die Haut ging. Trotz manchem Kopfschüttelns aufgrund der dramatisierten Differenzen, die selbst Shakespeare nicht hätte besser schreiben können, finde ich vor allem Sawako als Protagonistin der Handlung unglaublich toll geschrieben und gestaltet. Wer romantische Animes mag, dem kann ich Kimi ni Todoke nur empfehlen. Eine Gruppe von Urlaubern bekommt die einmalige Chance, einen abgelegenen, idyllischen Strandabschnitt zu besuchen. Sie sagen natürlich zu, doch ihr vermeintlicher Traumurlaub nimmt eine albtraumhafte Wendung, als sie entdecken, dass sie unerklärlich schnell altern. Die Zeit rennt ihnen quasi davon. Ihre Körper verändern sich minütlich und so versuchen sie, von dem Strand wegzukommen. Ein atemloser Thriller über Zeit, Verlust und die endliche Natur des Menschseins. Ich bin mir irgendwie immer noch nicht ganz sicher, was man zu diesem Film sagen kann. Die Prämisse war gut. Ein abgelegener Ort, an dem die Zeit viel schneller vergeht. Die Metapher auf das Leben schlechthin, die einem die Vergänglichkeit des Lebens und der begrenzten Lebenszeit bewusst macht. Die Umsetzung verliert sich jedoch irgendwann. Ich kriege das Gefühl nicht los, dass man so viel mehr aus der Handlung hätte rausziehen können. Man hätte mehr Fragen stellen können. Und auch die Auflösung und den Grund für alles gegen Ende hätte man irgendwie effektiver ausarbeiten können. Vielleicht hat der Film einfach zu viele Themen aufgemacht und nicht auserzählt. Mios Familie, die sie nie völlig als gleichwertiges Mitglied akzeptiert hat, verheiratet sie an einen wohlhabenden und mächtigen Mann, der dafür bekannt ist, dass ihm seine Verlobten reihenweise davonlaufen. Als Mio bei ihm einzieht, kommen ihre verborgenen Kräfte zum Vorschein und sie lernt, was wahres Glück bedeutet. Zu dem Zeitpunkt der Entstehung dieses Videos ist bisher die dritte Episode veröffentlicht worden und ich freue mich wirklich jede Woche auf eine neue Folge. Bisher habe ich nichts Negatives an der Serie auszusetzen. Im Gegenteil, ich bin gespannt, wie Mios Geschichte weitergeht. William Farrow führt als erfolgreicher Chirurg eine glückliche Ehe und allgemein ein gutes Leben.
Er beginnt eine Affäre mit der Verlobten seines Sohnes, was sein bisheriges Leben auf den Kopf stellt und für immer verändert. Was soll ich zu dieser Miniserie sagen? Keine einzige Figur war mir sympathisch, was nicht schlimm und in manchen Filmen und Serien auch so gewollt ist. Aber hier hatte auch keine einzige Figur irgendwie Charakter, Persönlichkeit oder nachvollziehbare Gründe für bestimmte Handlungen. Die beiden Hauptdarsteller hatten meines Erachtens nach null Chemie und die Liebesszenen wirken nie, als würden sie es wollen, sondern als müsste das jetzt so passieren. Der einzige kleine Lichtblick war Schauspielerin Charlie Murphy, deren Talent an diese Rolle fast schon verschwendet war. Man hat gemerkt, dass sie ihrer Figur mehr Subtext geben wollte, als das Drehbuch hergegeben hat. Ein großer Kritikpunkt von meiner Seite ist ebenfalls die Inkonsistenz der einzelnen Figuren, die zuerst gut begründet erklären, weshalb sie etwas nie tun würden, es dann in der nächsten Szene machen und so das Konstrukt der aufgebauten Figur brechen. Ich versuche wirklich immer das Positive an einem Werk zu sehen, doch hier war das leider kaum möglich. Hin- und hergerissen zwischen seinem Dasein als Superheld und seinem alltäglichen Leben gerät Miles in eine erneute Situation, in der das Multiversum in Gefahr ist. Gemeinsam mit seinen Freunden und mit vielen neuen Verbündeten versuchen sie für alle eine Lösung zu finden. Aber genau das scheint auf den ersten Blick einfacher, als es in Wirklichkeit ist. Miles muss sich erneut beweisen. Mein bisheriges Film-Highlight des Jahres, Spider-Man Across the Spider-Verse, war einfach großartig. Es gab einige Momente, die mich sehr überrascht haben. Die Musik ist absolut passend und auf den Punkt. Und wenn ich Punkte vergeben müsste, 10 von 10. Das war mein kleines Filmtagebuch für Juni und Juli. Was habt ihr denn so gesehen von den Sachen, die ich eben aufgezählt habe? Vielleicht habt ihr da auch was geschaut und habt vielleicht auch eine ganz andere Meinung. Könnt ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Zeit. Macht's gut und bis dann.